Damit bin ich dann beschäftigt. Ich habe ein Problem. Ich habe eine Migräne. Ich habe eine Allergie. Ich kann mich nicht akzeptieren. Ich bin nicht gut genug. Ich muss mich noch verbessern. All das schafft Probleme. Und ohne ein Problem? Was wäre ich ohne ein Problem? Ohne ein Problem. Da gibt es Lächeln in den Gesichtern. Was wäre ich ohne ein Problem? Wer bin ich ohne ein Problem? Was bleibt, wenn kein Problem da ist? Wir kümmern uns immer um Probleme. Aber wir fragen uns nicht, was wäre, wenn kein Problem da wäre. Da hätten wir nichts, worüber wir reden könnten. Gibt es Fragen, die aus dieser unsichtbaren Leitung? Cheat? Wenn du das sagen kannst, das ist gut, dass Fragen gestellt Ach so, haben wir nicht gesagt. Sorry. Das ist bei Cheat immer so, oder? Dass man aktiv dabei ist, oder? Vielleicht. Also okay, ich sag's jetzt noch Ja, mal. vielleicht denken die Zuschauer, dass heute hier die anderen Vorrang haben oder so. Ach Denken die so, dann vielleicht. ja, ist Ja, gut, dass ja, so ist, wenn man das denkt, ja. Okay. Gut, wir schalten das Denken jetzt aus. Ihr seid aktiv dabei. So, es kommt es an, ich hoffe. Das ist doch so ein offener Chat oder so, ne? Ja. Ja. Okay. Gibt es einen Unterschied zwischen dem Ego und dem Ich? Ein Unterschied zwischen dem Ego und dem Ich. Okay, jetzt sag mir mal noch mehr, was du mit Ich meinst. Mit Ich meine ich mich, der hier sitzt. Ah, okay. Oder der zu schnell ist. Okay. Oder der sich halt erlebt in verschiedenen Situationen und mit viel Glück sie dann aber auch nicht bewertet, aber sich trotzdem da drin erlebt. Nicht bewertet und sich trotzdem drin erlebt. Okay. Was ist denn das Ich? Das ist meine Frage, ja. Das weißt du doch besser, Ja. oder? Weißt du, wenn wir eine radikale Antwort geben, ist ja keine Antwort. Es gibt ja keine Antwort, wirklich.
Im Zen sagt man, warum muss man über etwas reden, was nicht existiert? Also wenn du fragst, was ist das Ego, dann reden wir über etwas, was nicht existiert. Für uns existiert es, erscheint es zu existieren. Doch es ist wie eine begrenzte Struktur, die uns einengt und sagt, das bin ich. Ich bin das. Ich bin XY. Ich habe eine Geschichte. Die Geschichte ist, ich bin Bäckermeisterin und habe 2 Kinder und 3 Männer und noch eine Geliebte und ein Haus. Und ich habe Probleme. Und wenn ich keine Probleme habe, habe ich auch ein Problem. Und wenn mir jemand meine Probleme nimmt, dann habe ich auch ein Problem. Und wenn mir jemand meine Geliebte nimmt, oh oh. Und wenn ich mein ganzes Geld verliere, also dieser Bezug, dass ich jemand bin, der getrennt ist von dem, was wir im Urgrund des Seins sind oder von unserer Göttlichkeit oder von Bewusstsein oder das. Ich bin jemand, der eine Geschichte hat und getrennt ist. Und das ist das Spiel. Das wird im herkömmlichen Sinne Ego genannt. Und manchmal sagt man zu diesem Ego auch ich. Doch dieses Ich wird in vielerlei Sprache benutzt. Es gibt Traditionen, die sprechen von dem kleinen und dem großen Ich. Doch wenn da niemand ist, der bewertet und alles ist okay und es gibt kein Problem, müssen wir dann noch nach das Ego suchen und fragen, was ist das Ego? Wer sitzt hier? Wer sitzt hier? All das sitzt da, was du glaubst zu sein. Und danach? Erstmal glaubst du das zu sein, was du glaubst zu sein. Und danach glaubst du, was anderes zu sein. Also, es verändert sich. Du glaubst auch, irgendwas nicht zu sein. Das bin ich nicht, das bin ich, aber das bin ich nicht. Und all das ist eine Begrenzung. Das bin ich und das bin ich nicht. Das heißt, ich bin du? Das Du ist schon zu viel.
könnte gesagt werden, du bist mein eigenes Selbst. Es gibt keinen Unterschied. Ohne ich und du. Und alles, was sie dazu fügen, ist zu viel. Jeden Gedanken, den wir zu dieser Gegenwärtigkeit legen, ist zu viel. Jede Idee, die wir dazu legen, zu dem, was jetzt ist, ist zu viel. Das lässt uns bleiben. Ich bin das, aber ich bin nicht so. Oder ich bin so, aber nicht das. Ich bin noch das Ego, bin noch nicht frei. Das ist nicht wahr. Es ist nur vergessen. Wir haben uns selbst vergessen. Wir haben vergessen, wer wir sind. Und da kann nur gestaunt werden. Ein Staunen darüber, dass ihr glaubt, nicht frei zu sein. Und dass ihr jemand seid, der getrennt ist. Auf eine gewisse Art und Weise ist es die Angst, die uns festhält. Wir haben Angst, wir selbst zu sein. Es gibt diese Angst, wir selbst zu sein. Es ist nicht die Angst vor der Angst. Es ist nicht die Angst, weil... Punkt, Punkt, Punkt. Wir haben Angst, wir selbst zu sein. Wir haben Angst, unsere wahre Größe zu leben. Es gibt diese Angst vor dieser unendlichen Lebendigkeit, die wir sind. Dann halten wir uns lieber so ein bisschen fest und sagen, oh, das gibt mir aber Sicherheit. Hier weiß ich, was ich bin, hier weiß ich, was ich habe. Das ist die einzigste Angst, die wir haben.
Ja. Warum erfahre ich das dann nicht so? Ich erfahre mich in Fesseln, ich erfahre mich als Marionette. Ich erfahre es nicht so. Für mich geht es auch ums Überleben immer wieder. Ich versuche mich immer einzukriegen und Ich erfahre es nicht so, wie du es sagst, sondern ich erfahre mich in dieser Begrenzung und das tut auch weh und ich kann aber nichts machen. Ja, es geht nicht darum, etwas zu machen. Es geht nicht darum, etwas zu machen. Weißt du, wenn wir uns dessen schon bewusst sind, ich erfahre mich in dieser Begrenzung. Ich fühle mich wie eine Marionette. Wow. Wow. Aber das ist doch nicht schön. Also ist es wieder, ich will es anders haben. Sind wir wieder bei dem Punkt, wie ich. Und das ist irgendwie zum Verzweifeln. Es ist eine tiefe Einsicht. Es ist ein Bewusstsein, wenn wir uns dessen bewusst sind, wie eine Marionette zu sein. Weil dann sind wir schon keine Marionette mehr. Und versuche nicht dort herauszukommen. Sondern du erfährst dich so, wie du dich erfährst. Und so bist du. Und da gibt es nichts zu ändern. Versuche nicht, einen sogenannten besseren Zustand zu erreichen. Versuche nicht, dich irgendwie an dir zu arbeiten, um besser zu werden. Darf das so sein, wie es ist? Diese Marionette? Im Moment sage ich ja dazu, aber ich wundere mich, dass ich ja dazu sage. Ah. Das verstehe ich jetzt. Also verstehe ich mich selbst nicht. Im Moment können wir ja sagen. Okay. Doch wenn wir daran denken, es anders haben zu wollen, dann können wir nicht ja sagen. Doch im Moment ist es okay. Ja. Und das wundert mich. Also, ja, dieses Wunder wundert dich. Ja, also das wundert mich jetzt wirklich. Ja. Weil ich bin sonst nicht, also ich bin sonst eher, dass ich eben dagegen bin. Ja, genau. Ja. Ja. Du kennst diesen Kampf. Ja. Und jetzt erlebst du dieses Wunder von ja. Ja, das ist total schön. Ja. Kann ich dir ansehen. Es geht nicht darum, irgendwo rauszukommen und in einen neuen, besseren Zustand zu kommen. Und zu sagen, ja, ich bin das noch nicht und ich möchte das erreichen, was es zu erreichen gibt. Genau alles erreichen darf wegfallen. Alles anders sein sollen darf wegfallen. Du darfst so sein, wie du bist.
Danke. Danke. Keine Fragen. Keine Fragen. Okay. Fein. Wenn die Lebendigkeit total erfahren wird, also so eine richtige pure Lebenskraft durch, also das ist wie, fühlt sich an wie so ein Übermannen, also wie so ein, ja, wo ich nicht weiß manchmal wohin damit, wie als würde der Platz nicht ausreichen, als wäre, kann es gar nicht beschreiben, es ist so, ja, wie so ein Gefühl von Übermanntsein und wohin damit, so, also es darf fließen, weiß und trotzdem ist so ein, ja, und dann ertappe ich mich dabei, also dass ich das irgendwie mich da runterbeame, ne? Oder so, also mit Essen geht das sehr gut, dass ich dann wieder in so ein, wo es sich wieder geregelter anfühlt, also so, ne? So ein bisschen runtergebeamter, so, so dann ist, dann kann ich wieder durchatmen und dann ist es sanfter. Also das erfahre ich. Ich weiß nicht, ob es das ist, was du meinst mit das habe ich schon vergessen. Okay. Wir wollen damit irgendwas machen, hä? Ja. Bei so viel Lebendigkeit. Oh Gott, und jetzt? Ja.